Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Episode der Formel 1 Karriere. Heute starten wir unsere Fahrerkarriere und zwar bei Renault und zwar auch mal nicht als Dave, sondern als ein Fahrer, der im kommenden Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach heute als Rückkehrer bekannt gegeben wird, nämlich Fernando Alonso. Und ich freue mich sehr auf das Comeback jetzt schon und würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Qualifying ein und zwar mit Alonso im Renault. Da geht es jetzt auf die schnelle Runde. Einmal rechts über den Curb, links über den Teppich. Der kann das Auto ein bisschen versetzen lassen, da müsst ihr aufpassen, aber wenn ihr vorsichtig drüber geht, könnt ihr auch über den Teppich fahren. Dann hier die Haarnadelkurve im zweiten Gang. Im dritten geht sie auch. Und hier während der Linkskurve ab in den vierten. Das stabilisiert das Auto schön. Noch bevor man beschleunigt natürlich. Und hier geht's Vollgas durch. Nach dem ersten Sektor 0,4 Sekunden Rückstand. Und dann geht's auch hier durch den zweiten Sektor. Sehr, sehr schneller Sektor. Sehr angenehmer Sektor zum Fahren. Die Schikane hier rechts hart über den Curb. Und auch hier wieder links ein bisschen vorsichtig sein, weil das Auto sehr unruhig machen kann. Beziehungsweise leicht machen kann, wenn ihr da über den Teppich fahrt. Aber hier hat das ganz gut ausgesehen. 0,7 Sekunden jetzt Rückstand. Links über den Curb gebrettert, rechts über den Curb durch diese schnelle S-Kurve. Und es geht gleich in den dritten Sektor. Und der ist sehr kurvig, der ist sehr langsam. Da geht es hier wieder rechts über den Curb. Da hat das Auto leicht ausgebrochen, gut abgefangen hier. Und jetzt in die letzten zwei Kurven. Hier fehlt einem meist ein wenig Traktion. Aber in dem Fall habe ich das, glaube ich, ganz gut gemanagt. Sieht gut aus und insgesamt sind wir damit auf Platz 12 in der Qualifikation. Ordentliches Quali, wir schauen auch mal direkt auf die Startaufstellung. Dort sehen wir nämlich, dass auf der Pole Position Lewis Hamilton ist. Vor Valtteri Bottas auf Startplatz 3 und 4, dann Charles Leclerc vor Sebastian Vettel. Dahinter dann Max Verstappen vor Alex Albon, Ricciardo vor Sainz, Perez vor Lance Stroll. Ich starte dann doch von der 11 vor Dani Kwiat, Raikkonen, Gasly, Giovinazzi und Grosjean. Magnussen und Russell dann auf 17 und 18. Norris, der wurde zurückversetzt vor Latifi und das ist auch der Grund, warum wir von 11 starten. Wir werden heute auf Medium-Reifen losfahren und später auf Soft-Reifen gehen. Und eine kleine Anmerkung, bevor wir jetzt losstarten. Ich streame diese Karriere insgesamt auf Twitch live. Das heißt, ich gehe vielleicht ein, zwei Mal auf den Chat ein während der Fahrt. Und ihr könnt da gerne auch mit einschalten. Ich werde heute Abend dann auch entsprechend weitermachen. Und das Ganze wird dann nach und nach auf YouTube ebenfalls hochgeladen. Und jetzt viel Spaß hier beim großen Preis von Australien, der Fahrerkarriere. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch. White. Kwiat ohne Frontflügel. What is Giovinazzi doing? They are looking like amateurs. Bye, have a great time.
overtake Button Ball, it's time to utilize some of this energy. Confirmed. Das schlackert schon ein bisschen in den schnellen Kurven teilweise. Also in dieser Schikane habe ich schon immer ein bisschen Sorge. Shit. Chicken, vielen Dank für den Prime Sub. Und Dizzy, danke dir, mein Lieber, für den Host. Moin moin. Was geht, Magga? Ich konzentriere mich lieber aufs Fahren. Game muss so 75% sein, auf dem Lenkrad 100, ergo so 8 Newtonmeter ungefähr. Oh, Perez ist langsam. Sergio Perez langsam. Ich muss ins DRS-Fenster. Schlechter Exit. Okay. Der Gang war ein Fehler. Keine Fehler. Motortemperatur sieht gut aus. Mhm.
immer noch 1,8. Okay. Ist okay. Trotz Fehlern. Primetime Live. Vielen Dank für den Prime Sub in den zweiten Monat. Ich könnte natürlich auch chillen und einfach warten, bis ich später die Softs habe und die alle dann wegbangen, aber ich will ins DRS-Fenster und ERS sparen und dann im ersten Stint schon gewinnen. Ach, übrigens, jetzt wo wir bei Renault fahren, where is Palmer? Palmer retired. Karma. So, schön unter 2 Sekunden. Ich glaube, ich komme ein bisschen näher. Ich habe aufgeholt, sehr schön. Vor dem Bremspunkt waren es etwa 1,6. Geht wieder in Richtung persönliche Bestzeit, schön. Stroll ahead, gap to car in front is 1.7 seconds. They're on old softs. Their tires are 6 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was at 1 minute 25.7. We're gaining by around 2 tenths per lap. Sauber. Viel besser im dritten. Sehr schön. Fühlt sich gut an. I'm pushing like an animal. DRS? Fragezeichen? Sehr schön. Habe ich Rückblenden an? Ja, für Bugs oder so. Bam! Oder für ganz dumme KI-Fehler vielleicht. PB im Mittelsektor, Anfangssektor wieder. Schön. Pyro-FIFA, vielen Dank auch dir für den Resub in den zweiten Monat. DRS. Beep finally. Der McLaren fährt 2 Stop. Genial. Aber er geht auf hart. Ich glaube, er fährt 2 Stop.
Okay. Komme ich noch nicht vorbei. Vamos! Ricciardo pitting in. Ricciardo pitting in. Kann man so gut ohne Hilfen fahren? Das frage ich mich aber auch immer, wenn ich die E-Sports-Fahrer sehe. Also es geht immer ein bisschen krasser. Aber danke fürs Kompliment. Schon Herr Operes. Gar nicht mehr so OP. Vorgänger war viel schneller. Okay, ich glaube, die Mediums sind jetzt ein Ticken schneller als die Softs. Ich hole zumindest Operes auf. Oh mein Gott. Code Brown. Ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen ERS sparen. Mann, Alter, beim Verbremsen merkt man das Untersteuern richtig krass. Nein, was? Nein, Sergio, Operes. Operes ist raus. Und er hält alle auf, lol. Okay, Safety Car. Safety Car, come on. Du wolltest doch auch. FIA. Komm schon. Okay, vielleicht auch nicht. Das könnte sonst das erste Podium werden. Und Galende, vielen Dank für den Prime Sub in den zweiten Monat rein. Sehr stark, Dave. Dankeschön für die deine Videos. Vielen Dank, mein Lieber. Oh. Ich hol zu Albon auf. Are you kidding me? Verstappen Box. Teammate by 20.4 seconds. They're on fresh hearts. They're in 12th. The time last lap was a 1:30.3. Okay, noch keine Runde zu Ende gefahren, Ricardo. Hängt auch hinter einem Haas fest. Ich habe über den gesamten dritten Sektor plus Sektor 1 keine Zehntelsekunde zu Albon verloren. Ich bin genauso schnell wie der Kollege. Oder wie jemand im Chat richtigerweise geschrieben hat, Albono. Ich roll gerade auf, Alter. What? Lachs, danke für die 200 Bits. Podium schreibt er. Gucken. Nein, Hamilton hinter mir. Den auf harten Reifen, selbst auf harten Reifen hinter sich zu halten, wird schwierig. Ein spätes Safety Car würde uns auf jeden Fall helfen.
Podium nicht, aber die beiden Red Bull können wir angreifen. Oder einen der beiden zumindest. Wie schaut's aus mit der Framerate? Passt alles im Stream? Ich hoffe mal. Läuft alles flüssig? Alles gut, danke. Und hier ist die Vorschau bei OBS ein bisschen lahm. Also wenn einer von den Spitzenleuten nur zwei Stopp gemacht hätte, hätte ich ihn jetzt easy gekascht. Aufnahme läuft, ja. Danke. Alright. Eine Sekunde zu Lewis. Für die Leute, die früher Eckelsteins geguckt haben bei RTL, Alonso hat ja irgendwann zu Hamilton gesagt, das siehst denn aus, du Kiesbett Parker. Nach dem China-Rennen. Und Kimi säuft sich die Hucke voll. Ich werde doch mal Weltmeister. Und das wurde er dann auch. Einer der Red Bull ist knapp vor einem McLaren. Der McLaren mit der 2-Stopp. Aber da kommen wir vielleicht auch noch ran an den Red Bull. Easy. Let's go. Okay, Lewis, straight four. Oh no, da ist er gun. Vorbei. Bringt nichts gegen ihn zu fighten. Oh, Reifen. Ups. Geht sogar. Moin Dizzy, danke dir nochmal für den Host, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich hab gesehen, du hast irgendwann wieder ACC begonnen. Der grüne Balken sagt aus, wie viel ERS du in der Runde verwendet hast. Von dem, wie viel du insgesamt verwenden darfst in einer Runde. Das ist pro Runde auch begrenztes ERS. Wenn du die ganze Zeit auf Overtake fährst, vorausgesetzt, du hättest insgesamt genug ERS, dass du so viel verbrauchen kannst, hättest du nach einer halben Runde kein ERS mehr für den Rest der Runde zur Verfügung. Komische Limitierung, aber jo mai. Der grüne Teppich ist ein bisschen tückisch, aber es geht sogar, wenn man es ein bisschen antizipiert, wie man da übersteuert. Valtteri, hold position. It's James.
Oh moi. Ich glaube, beim Bremspedal merkst du so ein bisschen, wenn dir du Bremskraft verlierst. Ach du Schreck, und wenn die Reifen blockieren. Oh no, tires are gone, jetzt aber mal ernsthaft. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Nee, nix Layout, das könnt ihr gerne bei Jay machen oder probieren. Ich weiß, wie es bei mir mit den Reifen aussieht und aussehen wird, grob. Aber Bremspunkte für Pit Speed müsste ich lernen, okay. Das mache ich im Practice dann mal. Uiuiui. Unbelievable. Sainz wieder in der Box. Ricardo vor mir. Gar nicht mal so weit vorne. Albon 19 Sekunden entfernt. Okay, ganz vergessen mit dem Red Bull. Schnellste Runde könnte aber drin sein. Viel bessere Einlenkung, Einlenkverhalten, viel besseres Einlenkverhalten. Ganz andere Welt. Ich kann auch später bremsen. Auto steht nicht quer. Läuft. Alright, 5 Sekunden Rückstand, let's go. Mal gucken, ob wir die schnellste Runde eventuell sogar angreifen können. Ach, Anton auch am Start, moin. Oh, Anton, ich hab's ja gesagt. Now we can fight, Leute.
Hast du immer gehofft, aber nicht für Möglichkeiten. Ich hab's dir gesagt, Alter. Das ist das Ding, ne? Du als diehard Alonso-Fan, es wäre zu großer Schmerz gewesen, wenn du die ganze Zeit daran glaubst, aber es ist irgendwann nicht passiert. Bei mir geht's ja noch einigermaßen. Wobei mittlerweile bin ich auch diehard Alonso-Fan, glaube ich einfach. Du bist einfach zu krass. Komponenten sehen nicht so ganz geil aus, aber es wird sicher irgendwie noch. Sector 1, Sector 2. Ah ne, ich brauch so einen leicht italienischen Akzent. Yellow Flag, Sector 2. Keep pushing, you're closing the gap to Daniel Ricciardo. Ricciardo. Alonso müsste über 30 sein, das ist sehr wohlwollend geschätzt. Alonso ist 39. Spanisch, nein, das ist noch das Ferrari. Mir ist schon klar, dass Alonso Spanier ist. Man kennt ja die ganzen Ferrari-Funksprüche noch. Müsste ich Französisch sein bei Renault? Ja. Sein Renningenieur war halt Italiener immer. Der Renningenieur könnte auch hier Italiener sein. Cut the Chicken, ja. Ich glaube, das kann ich gegen die KI nicht so oft verwenden. Boah, ich freue mich schon auf das erste Mal, wo ich zu schnell in die Box fahre.
Apex versemmelt. Okay, vorne links ist tatsächlich am meisten abgerieben. Ist doch eigentlich recht logisch. Aber die Schwierigkeit habe ich ganz gut erwischt. Gab heute zwei sehr schöne Manöver schon. Das gerade eben gegen Ricardo und das davor gegen Stroll fand ich auch super. Aber das war wirklich nochmal deutlich schöner. Nachdem noch ein Rennen, ja. Jo, der MyTeamwagen ist auch unfassbar schwer zu fahren, FIFA, finde ich auch. Reifen, ja, ist okay. Danke für den Reminder. Hey, statt Twitch-Chat, Twitch-Dev. Danke, lieber Twitch-Dev. Fernando, 3 laps to go. You look after your tires. Ricardo, 2.2 seconds behind. Wir gehen am Ende mal so schön hoch mit der Stimme. Vietnam und Zandvoort finde ich beides cool. Insbesondere Zandvoort geil zu fahren. Vietnam ist halt am Anfang sehr hart. Aber wahrscheinlich trotzdem sehr geil, wenn man es mal erlernt hat. Altes Blech, danke dir für den Prime Sub in den 5. Monat. Ah, jetzt
keinen Unsinn machen, Dave. Schönen guten Abend. Hoffe, es geht dir gut. Dann bitte. Ja, geht auf jeden Fall super, danke. Hoffe dir auch, altes Blech. Ich bin trotzdem 7/10 pro Runde schneller gerade als Ricciardo. Oh Mann, das sieht gut aus. Hey Fernando, look after the tires, final lap. Marti, danke dir für den Prime Sub. Moin. Lewis Hamilton wins the Australian Grand Prix. Aua. Ach so, ich habe Overtake angehabt. Ups. Vamos! P7, Leute. Schönes Ding. Sauberes erstes Rennen. Ha! Driver of the day. Geil. Superb Australian Grand Prix comes to an end. Von wo gestartet? Ich glaube 11. What do you think it was, Ant, that gave him the edge over the competition today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Jawohl. Schönes Ding. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Was ist denn das neue Logo, was da dazu gekommen ist? CrowdStrike? Die Fanjubel sind zu laut, Alter. Du hörst nichts von der Podiumszeremonie. Die Fanjubel sind so laut. 7 Punkte! Takes the lead of the Drivers Championship. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? I have to give it to the professor. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's time to see how things are shaping up in the Constructors Championship. Mercedes move to the top of the table.
Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Be sure to join myself and Ant for more exciting Formula One action soon. The Professor, ja, ich habe überlegt, wem es am nächsten kommt und dachte mir, Alain Prost ist der Fernando Alonsos Fahrstil tendenziell am nächsten kommt. Sauber. Ja, 11 Pünktchen direkt. Schmeckt. Finde ich nicht schlecht. So, wir lassen mal die Highlights durchlaufen. Gab's so 2-3 Szenen, die richtig geil waren. Das Manöver gegen Ricardo. Was sage ich dazu, dass Alonso wegkommt? Ich find's super geil. Er wird der zweitbeste Fahrer im Grid sein, mindestens. Sag ich euch. In der Preview-Version war alles perfekt immer. Weird. Oh, es ist aber auch so schön. Oh, haben die das Manöver von hier aus schon aufgenommen, oder was? Nee, haben sie nicht. Okay. Da bin ich auch noch hinten dran. Ach, das ist Sergio Perez. Come on, ihr habt die Manöver jetzt allen... Oh, das haben sie drin. Gönnt euch. Oh, sogar noch auf dem Gras gewesen, Alter. Das Gras geklippt. Ich fass es nicht. Oh boy. Oh boy. Oh boy, das Gras geklippt einfach. Alter Falter, ey. Warte mal. Wie in der Slow-Mo trotzdem diese penetrante, nervige Musik kommt. Und dann ging er erst nach innen und dann konnte ich wieder ein bisschen rüberziehen, aber... Alter, der Funkschlag. Ne, Markus? Falls der zuschaut. Schönes Ding. Das nehmen wir als auch als Thumbnail. Warte, so ein bisschen. Der Kameramann steht hier. Und bam. Hat er leider nicht gehört. Guck mal, Markus, der Funkschlag da hinten. So. Sieht das gut aus? Das ist aber auch ein Bug, den man irgendwann mal beheben könnte, ne, dass da eben nichts passiert. Oh, selbst hier nicht. Okay, dann muss ich das abcapturen und dann irgendwo ein Bild mittendrin einfach nehmen. Warte mal, einen rauszoomen. Ja. Oder wir nehmen nochmal ein anderes Bild. Die Bremsen glühen. Oh, nice. Oh. 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 Schön. Na. Gucken wir mal so. Von vorne, damit man das Gras sieht. Auch Idee. Können wir gleich nochmal rüberspringen. Aber das sieht auch geil aus. Aber hier finde ich teilweise die Beleuchtung komisch. Deswegen ändern wir die Tageszeit mal ein bisschen. Und schwupp. Ja. Trotzdem sehr viele Spiegelungen auf der Nase. Boah. Das sieht schöner aus, finde ich. Thank you.
Achso, Aufnahme war noch an. Okay. So, ansonsten nochmal hier hin. Ja, das Problem ist, du siehst halt auch diese Effekte von dem Gras, glaube ich, nicht so ganz, oder? Ja, die sind ein bisschen weit entfernt voneinander. Schade, die sind ein bisschen weit weg. Oder man nimmt das so ein bisschen. Oh, oh Gott, sieht das gut aus. Oh Gott, sieht das gut aus. Oh, Digi. Digi. Oh. Oh. Scheiß auf den Zweikampf mit Ricardo. Ich nehme das einfach so rein. Warte mal, Wetter. Oh, boy. Clear. Und die Sonne sollte weiter oben stehen. Oh Gott, sieht das gut aus. Hey, die Effekte sind weg. Das meine ich. Jetzt sind ein paar Effekte raus. Warum, Digi? Geiles Bild, aber mit den Effekten wäre es besser. Okay, müssen wir neu machen, oder? So. Zack, zack. Oh, Gott. Es ist halt so schön, ne? Es ist so unglaublich schön einfach. Ich glaube, so etwa. So dürfte es passen. Vor allem das Geile ist, man denkt im Hintergrund, es sind so Bäume oder sowas. Aber ach, es ist so schön einfach. So, noch ein bisschen an der Seite. Die Effekte sind wieder weg. Naja, egal. Ich habe die Pose von vorhin. Naja, egal. Alright. Weiter geht's. Wir gucken mal, was für Upgrades wir alles noch machen können. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Amazing performance out there. I'm so. Sure you're pretty happy with that. Danke, Lukas. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Find das Auto im 19er auch schön. The car was sticking to the track. Ach, da hat noch jemand gebeten, dass ich really irgendwas auf Alonso Stimme sagen soll. Nochmal schreiben, was genau das war. Wie fährt sich im Vergleich zum 19er? Nochmal deutlich besser. I couldn't do this without the great team behind me. Do you think your teammate was enjoying themselves in front of their home crowd? Well, I think Danny was not so happy I overtook him. I hope so, you'd have to ask him. Them. Okay. Alonso ist 38. Ach stimmt, okay, er wird 39. Danke. Ja, aber danke für den Hinweis. Das ist richtig dann. Das ist richtig, dass ich dann korrigieren muss. Oh, und auch hier wieder. Oh Gott, das ist... Es ist halt so ein schönes Auto einfach nur. Boah. Oh Gott. Digi. So, weiterentwickeln. Wir wollen den WM-Titel holen. Man holt nicht Fernando Alonso ins Team, um einfach nur 27-52%. Ah, ich könnte auch Rushed machen. Das habe ich noch nicht getestet. Wann ist denn das nächste Rennen? Am 16. Ne, am 19. Ja, dann bringt der Rushed nichts. Oder? Wann ist das übernächste Rennen? Warte mal, 31. und... 23. Okay, das ist schon deutlich früher. Wann ist das nächste Rennen dann? Also nach Bahrain. April. Okay, danke. Ach, man sieht es anhand der Pfeile. Jo, danke. Okay, also... Ach, es ist fertig, bevor das... Ah, da, ich verstehe es. Die Zielflaggen sind jeweils das Rennen, die jeweiligen Rennen. Okay, danke. Motor-Upgrade. 2010 Punkte. Digi.
Future Season, okay. Haltbarkeit. Wie viel hat unser Getriebe abbekommen? 9%, das ist halt super entspannt mit dem Getriebe, ne? Das ist easy. So, zack, machen wir das. Standard. Let's go. Wann ist das fertig? Aha. Dauert noch ein bisschen. So, keine Messages mehr. Gut, ich würde sagen, wir machen eine kurze Abmoderation für YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Abo raushauen. Natürlich auf Twitch vorbeischauen, um das Ganze auch live mitzuerleben. Und ansonsten auch da gerne ein Follow dalassen. Das gilt natürlich für alle Twitch-Live-Zuschauer auch gerade. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei der Formel 1-Fahrerkarriere.